Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Kollegen der SPD und Grünen! Beim Durchlesen Ihres Antrages war ich tatsächlich überrascht. 9 Ihrer 12 Forderungen sind in der Tat vernünftig und beinahe ordentlich formuliert. Dem Mitarbeiter, der diesen Antrag verfasst hat, könnten Sie fast schon eine Gehaltserhöhung anbieten, wahrscheinlich sogar ohne, dass es in einen Untersuchungsausschuss ausartet. Gehen wir den Antrag einmal gemeinsam durch. Eine einmalige Datenerfassung, um dasselbe Dokument nicht wieder und wieder hochladen zu müssen, ist korrekt durchdacht. Die ressortspezifischen IT-Dienstleister zu vernetzen, sind dazu exakt die richtige Maßnahme. Verwendung von Open-Source-Programmen und zentrale Softwareverwaltung sind genau richtig. Eine gesetzliche Glättung, um die Digitalisierungsprozesse juristisch wasserdicht anbieten zu können, ist der richtige Weg. Wirklich, ich bin beeindruckt und dazu gehört schon einiges. Einen kleinen Kritikpunkt gibt es allerdings unter Ihren ersten Forderungen. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist natürlich obligatorisch, sie aber als Allheilmittel zu sehen, ist fatal. Denn mit Phishing-Attacken kann man sich unerlaubten Zugriff auch oder vor allem auf mobilen Endgeräten verschaffen und da kann die Verschlüsselung noch so ausgeklügelt sein, es ist alles im Klartext einsehbar. Dagegen können Sie zwar nicht viel machen, aber es ist wichtig, dies im Hinterkopf zu bewahren. Der Aufbau eines Cybersicherheitszentrums hat schon zu lange auf sich warten lassen. Daher bin ich hocherfreut, dass diese Maßnahme im Antrag integriert ist. Im Jahr 2023 wurden weltweit 500 Milliarden Dollar in künstliche Intelligenz investiert. Diese Zahl wird in diesem und den nächsten Jahren noch deutlich übertroffen werden. Es werden künftig vermehrt Cyberangriffe durch KI vollzogen werden, welche darauf programmiert ist, eine Sicherheitslücke ausfindig zu machen und dabei ihr Werkzeugrepertoire noch erweitert, sowie fähig sein wird, eigenständig zu lernen und ihren eigenen Code zu verändern, um sich zu verschleiern. An dieser Stelle haben wir noch sehr viel Nachholbedarf, vor allem was Expertise angeht, da solche staatlichen Cybersicherheitsbehörden nur schwer mit den Gehältern der freien Wirtschaft konkurrieren können. Der Aufbau einer Cloud-Infrastruktur ist unabdingbar. Tun Sie aber nicht denselben Fehler wie die Briten und legen diese Sicherheitsarchitektur in die Hände von Amazon. Eine Zusammenarbeit mit den Kommunen ist ein Muss, allerdings muss bei der Wahl der Hard- und Software-Einheitlichkeit das Gebot sein. Wie bereits erwähnt, ist Open Source zu begrüßen, da sie nachträglich eigens Änderungen vollziehen können und es keine Abhängigkeit zu externen Unternehmen geben darf bei der Handhabe hochsensibler persönlicher Daten. Einen kleinen Seitenhieb gönnen Sie mir hoffentlich. Die Forderungen 10 und 11 sind wohl ein schlechter Scherz der Grünen. Eine Green-IT-Strategie sowie Klima- und Ressourcenschutz beim Aufbau eines so hochkomplexen Server-Client-Systems dieses außerordentlichen Umfanges. Falls Sie nun Serverschränke aus altem Windräderschrott anfertigen möchten, könnten wir dem zustimmen, aber an dieser Stelle brauchen wir Hightech und keine politischen Ideologiebegriffe. Ich bin wirklich gespannt auf die Beratung im Ausschuss. Dieser Antrag hat eine Menge Potenzial. Vielen lieben Dank.